next time. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Omni 2 der Omnibus Simulator. Wir sind in Städte V3. Wir fahren die Linie R52 vom Südbahnhof in Richtung Marktplatz, also Kaisertal Marktplatz. Das ist ja auch eine recht kurze Linie. Wir haben die COD-Matrix hier in diesem Facelift verbaut. Mit der man hier, wenn man da aufs Handbuch klickt, was auch zu finden ist, kann ich ja verschiedene Einstellungen noch vornehmen, Seitenmatrix und so weiter. Ich habe mich aber für die LAVO-Matrix dann entschieden. Chill aber eben, dann seht ihr das. Ja. Und zwar habe ich den dickeren Schriftzug genommen, weil der mir persönlich besser gefällt als der dünnere. Auch wenn er ein bisschen mehr Platz beansprucht. Natürlich mit ZF-Getriebe. Und wir müssen auch bald los, also... Oh. Ja, das hätte ich nicht machen müssen, ne? Mal wieder Luft. Druckluft nachpumpen. Ich möchte an dieser Stelle auch schon mal eine kleine Ankündigung machen. Eventuelle Ankündigung. Es ist nichts Festes, dadurch, dass ich ja jetzt in diesem Moment bei meiner Freundin bin in München. Eisenbahnstraße. Kann es sein, dass ich dann auch bei ihr dann live streame, denn die hat ja jetzt eine bessere Leiter zur Verfügung, mit der es möglich ist zu streamen. Hallo. Da werde ich dann die Woche dann oder so streamen. Ich werde dann auch den ganzen Tag die Ankündigung dann auch machen auf YouTube. Und dann mal sehen, was wir dann zocken werden. Da habe ich mir jetzt noch keine so Gedanken gemacht, was ich überhaupt zocken möchte. Eventuell ein bisschen Omsi. Vielleicht auch etwas F1 2015. Kann auch was anderes sein. Mal schauen. Was so hier vorschwebt. So spontan. Eisenbahnstraße. Zu streamen. Vielleicht ein bisschen arg. Kommt drauf an. Das wird dann aber auch später da als VD auf Twitch oder hier auf YouTube dann zu finden sein. Aber erstmal müsste ich das erstmal hinkriegen, dass es vernünftig funktioniert dort. Weil momentan, es ist zwar, der Ping ist zwar gut, aber es ist noch zu instabil. Ich denke mal einfach, dass da der WLAN-Stick nicht in die Richtung zeigt. Oder der Router an einem ganz anderen Ort steht. Wo er nicht so gut senden kann. Deshalb diese Differenzen dann immer gibt. Das werden wir aber dann schauen. Wenn das gut ist, dann werdet ihr es ja dann sehen auf dem Kanal.
wenn der Ankündigung da ist. Doch, ansonsten wird dann dort auch Let's Play technisch dann normal weitergehen. Ich muss ja dann nur noch ein bisschen Live-Stretch noch aufnehmen. Before the Storm, die dritte Episode, dritte und letzte Episode habe ich jetzt aufgenommen, aber es fehlt auch die Bonus-Episode. Die muss noch aufgenommen werden, aber das werde ich jetzt auch jetzt noch machen. Oder habe ich schon gemacht in der Zeit, wo dieses Video erscheint. Und da wird es wahrscheinlich auch noch was andere Sachen geben. Geplant ist To the Moon. Das kann ich ja dann alles bei ihr hochladen. Das dürfte ja dann alles flott gehen. Schneller als bei mir. Nicht so wie jetzt in 4 Stunden. Das wäre dann ein echter Segen. Hallo. Hallo. Guten Tag. Also hier wollten sie auch noch raus. Oh, upsie. Was vergessen die Motte da hinten? Ansonsten, ja. Gibt es nicht so viel Neues. Ich werde mich auch noch mal umsehen, was jetzt mit Bass jetzt auf sich hat. Man kennt es ja eigentlich, aber wie es jetzt da der Stand der Dinge ist, jetzt habe ich ja jetzt erst letztes Jahr da geschaut. Aktiv. Sag mal so, CML. Ja, ich weiß, also das, was ich da schon zu dem Zeitpunkt gesehen habe, grafisch gesehen, war Bombe. Keine Frage. Ich frage mich aber, ob es soundtechnisch gut ist. Wenn soundtechnisch gut ist, dann nützt mir die beste Grafik nichts. Performance-technisch sollte es eigentlich auch sehr gut laufen. Ach, ich bin doch doof. Ich bin doof. Hier halte ich doch gar nicht. Oh, egal. Ich bin weitergemusst. Oh. Fuck. Egal. Ja, ist ja gut. Ja, und halt ein paar physiktechnisch. Ich möchte ja halt nicht sowas wie Fernbus-Simulator haben, wo die Fahrphysik einfach so, naja, quasi fast für die Tonne ist für mich. Es wurde zwar des Öfteren gesagt, auch von dem Richter selbst, dass Busfahrer dort fahren und es getestet haben. Und auch sagen, dass Fahrphysik ganz sehr Vollpfosten sehr realistisch ist, aber nein, die ist nicht realistisch. Also, für mich ist das keine Fahrphysik, wenn der Bus sich so in die Kurve reinneigt. So neigt sich kein Reisebus in die Kurve. Vor allem nicht so bei einer minimalen Kurve. Bremsverhalten ist auch nicht wirklich das Geilste. Das habe ich auch beim TML Bus schon gesehen, dass Bremsen sehr, sehr schnell passiert. Ich weiß allerdings auch nicht, ob das mit Lenkrad oder Tastatur gemacht wurde. Wenn es mit Tastatur gemacht wurde, dann könnte ich es eventuell noch verstehen. Oder allgemein mit Maussteuerung. Aber beim Lenkrad, da sollte man doch schon vielleicht ein bisschen sanfter das machen können.
Aber da werde ich mir nur Videos erstmal dazu anschauen, bevor ich mir überhaupt den hole. Vielleicht mache ich davon Let's Hallo, Plays. hallo. Schönen guten Tag. Vor allem, weil es Willkommen zur Tageskarte. vier Linien gibt. Danke. Und das sah ja dann auch schon sehr ansprechend aus. Also vier Linien, das kann sich sehen lassen. Oh, verdammt. Okay, dann warte ich. Da fällt mir tatsächlich noch was runter hier. Ja. Ich bin mal da gespannt drauf. Multiplayer-technisch, man kann eigene Lobbys auch erstellen oder halt eben auf festen Servern. Das wird interessant werden. Vor allem, wie Star Performance technisch läuft. Ja, KI-mäßig, wie Star läuft, da bin ich auch gespannt drauf. Also das ist ja wie eine Wundertüte. Aber ihr müsst ja jetzt keine Angst haben, ich mache um sie natürlich weiter bis Lotus kommt und dann steige ich dann auch auf Lotus um. Weil was weiß ich nicht, wie das laufen wird. Oder wie schnell sich das da, oder wie schnell sich da was entwickelt. Ich werde dann von Webass dann Videos so machen, wie sie kommen. Aber einfach muss es ja auch einfach rauskommen. Da weiß ich absolut noch gar nichts. Das wird ja auch noch lustig werden. So. Ja, und wie soll ich jetzt hier weiterfahren? Wahrscheinlich hier rum, ne? Ah ne, ich muss wahrscheinlich gerade aus. Oh. Bin jetzt total verwirrt. Wieso kann man das nicht einfach richtig markieren hier? Yes. Aber ich würde aber einfach auch weiterlaufen lassen, oder? Entschuldigung. Ja, ist ja gut. Das ist jetzt echt ein Ratespiel, oder hier, oder? Kann das sein? Okay, ist auch schön, dass das so eine Ampel gibt. Ist doch eigentlich gleich, gerade ich müsste doch eigentlich hier rum, ne? Ja. Also da finde ich jetzt wirklich noch ein paar Hilfsfall, das muss ich sagen. Das ist nicht gut gemacht. Aber es war ja schon vor 2 Jahren nicht gerade anders gewesen. Merkwürdig. Ja. Wie dem auch sei, für Bass ist auf meiner Liste, was ich so dann als zwischendurch Let's Play mache oder dann im Wechsel mit Omsi mache. Oder dann in der Zeit Omsi aussetze und dann für Bass die vier Linien abarbeite. Mal sehen. Was wird ja dann auch im Workshop kommen, dass dann dort die Mods hochgeladen werden können und dann ja. Aber abwarten, vor allem wie es dann soundtechnisch wird. Was wird dann mit der Unreal Engine rauskommen? Oder mit der Unreal Engine gemacht, das klingt schon vielversprechend.
Aber es ist dann halt die Frage, wie dann schwächere PCs damit zurechtkommen. Und vor allem, wie dann mein PC damit zurechtkommt, denn mein PC ist ja nicht gerade der leistungsstärkste mit dem AMD FX 6300. Da werde ich dann sehen, wie leistungshungrig das wird. Mann. Schon 15 Minuten auch noch nicht aus hier rausgekommen ist. Dezent. Wobei, wir sind aber noch gut im Zeitplan, also. Diese Linie geht ja auch nicht so lang. Ich habe diese Linie auch schon vor zwei Zeiten gefahren, viel. Aber, es hat sich auch ein bisschen was an den verliehenen Linienverlauf sich geändert. Also, ich glaube, zwei Haltestellen. Nee, eine Haltestelle so. Egal. Ein oder zwei sind das. Fahren wir dann gar nicht mehr an. So, beziehungsweise werden auch nur zu bestimmten Zeiten nur angefahren. Aber ansonsten fährt man diese Kampfschleife dann nicht. Wenn man sie vorher gefahren hat. Und das finde ich sehr gut. Weil er spart sich dadurch ein bisschen Zeit. Und hier sind wir da immerhin noch ein bisschen Abwechslung da drin. Auch wenn ich das schöner gefunden hätte, wenn sich einige Linien sich mehr zusammentun als jetzt die Regellinie tun sich halbwegs zusammen, Linienwechsel besteht da gut auf anderen Linien auch den Wechsel, so wie ich es jetzt gemerkt habe. Aber teilweise einfach nicht so oder Dienste sind nicht so lang. Also wenn man einen Dienst beendet hat, komplett durchgefahren hat, dann muss man auch gegebenenfalls auch wechseln. Ach, ich halte hier nicht, okay. Komisch, weil ja. Dann habe ich immer hier falsch gehalten. In meinem Privatspiel hier. Egal. Hier glaube ich, ja. Also hier geradeaus fahren wir aktuell perfekt der R52 nicht mehr. Der fährt dann direkt zum Marktplatz. Hallo. Tag. Ja. Ich finde es eigentlich ganz gut, wie die Map sich hier entwickelt hat. Hochstraße. Und ja. Ich bin gespannt, was jetzt noch so alles für Maps kommen. Ich habe bisher noch nicht im Forum reingeschaut, aber zumindest jetzt nicht map-technisch geschaut, sondern eher nur so bot-technisch, was jetzt Mofi gemacht hat, weil ich ja immer noch auf das C2-Update warte. Für die neuen Hamburger Busse. Wegen Getriebe und Sound und so weiter. Das würde ich mich dann doch eher. Ah, da muss ich noch warten. Aktuell macht er ja noch in Solaris. Und er hat es ja auch schon geschrieben, dass er nur dann
wirklich was macht, wenn er darauf Lust hat und Zeit hat. Was ich ja auch okay finde. So, dann haben wir es aber auch bald hier. Jetzt glaube ich, wenn wir jetzt den Tunnel hier verlassen, sind wir in Kasertal angekommen. Da müssen wir diese kleine Klappschleife fahren, die man allerdings erst in die andere Richtung fahren tut. Mann. Deutsche Sprache, schwere Sprache oder Sprachfehler, wie auch immer. Hey, hey, hey. Da kommen Sie rein. Guten Tag. Ja, guten Tag. Könnt ihr dann jetzt auch mal eigentlich dann beim nächsten Mal auch mal den Testen auf der Map, wie es jetzt halt eben mit Fremdkartenunterstützung aussieht. Das habe ich ja noch gar nicht getestet. Da bin ich dann sehr, sehr gespannt. Aber dachte auch, da brauche ich auch eine Abkühlung, ey. Es ist so warm. Ist es bei euch auch so warm? Weiß ich nicht. Zumindest beim Aufnahmezeitpunkt ist es warm. Wie ist dann jetzt? Ja, geil, ey. Autofahren ist auch echt geil. Nicht. Mann, ich wäre unfallfrei gefahren. Ja, vielleicht sehe ich ja auch alle hier aus. Zumindest wenn da überhaupt noch so viele drin sind. Ich lasse mich überraschen. Das finde ich ja auch nicht so geil gemacht. Das hätten sie auch anders machen können. Kirchgasse. So, jetzt kommt diese wunderschöne Schranke hier. Die Autofahrer hier aufhalten soll. Wir fahren jetzt auch hier wirklich 10 durch, also so wie es sich gehört. Ich finde eigentlich diesen Teil hier eigentlich am schönsten, würde ich sagen. Weil schön eng. Wie es halt sich für so eine Kleinstadt sich gehört. Oh, upsala, das war die Hupe. Vor allem halt eben der Teil der R49, gut, der Teil, muss ich sagen, ist schon fast ein bisschen zu eng, aber gut, ist dann also. Ach, da ist ja doch noch jemand drin. Welcher Steig? Ist der da? Oh, da rein. Wirklich. Hast du diese Parkbucht hier hinten? Der Lenkbus ist unmöglich hier. Naja. Wie dem auch sei. Ich bin an dieser Stelle die Aufnahme. Aber da drin sein ist auch gut.
Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder oder im Livestream. Bis dahin. Tschüss.